meinem heutigen Video zeige ich eine meiner Lieblingsvorspeisen. Und zwar nennt sich dieses Gericht Majimek-Köftesse, was übersetzt Linsenfrikadellen bedeutet. Dieses Gericht wird oftmals auch als Hauptspeise serviert, da sind nämlich Linsen und Bulgur mit drin, was dieses Gericht sehr sättigend macht. Ich serviere es aber ausschließlich nur als Vorspeise mit einem knackigen Salat. Das Gericht ist ziemlich einfach in der Zubereitung und auf Salatblättern serviert auch sehr gut als Fingerfood geeignet. Wir benötigen für dieses Gericht folgende Zutaten: 200 Gramm rote Linsen, 150 Gramm Bulgur, 3 bis 4 mittelgroße Zwiebeln. Natürlich geht auch weniger, ich nehme aber ziemlich viele, weil mir das so besser schmeckt. Dann benötigen wir noch etwas Zitronensaft, 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl, zum Würzen Salz und Pfeffer, etwas Petersilie und noch weitere Gewürze und Kräuter nach Belieben. Für die Zubereitung zunächst ca. 500 bis 600 ml Wasser zusammen mit den Linsen in einen Topf geben und das Wasser aufkochen lassen. Sobald das Wasser aufkocht, den Herd herunterschalten und die Linsen bei mittlerer Hitze so lange köcheln lassen, bis die Linsen weich werden und vom Wasser fast nichts mehr übrig bleibt. Sobald nur ganz wenig Wasser vorhanden ist, sollte man häufiger rühren, damit der Topfboden nicht anbrennt. Wie man hier sieht, ist die Konsistenz noch nicht richtig. Die Linsen sind noch viel zu wässrig, also weiterkochen. Wenn die Konsistenz breiähnlich ist, kann der Herd ausgeschaltet und der Bulgur hineingegeben werden. Hier kann man entweder Weizengrütze fein oder wie bei mir Weizengrütze extra fein nehmen. Die Linsen sollten nun gut mit dem Bulgur vermischt werden. Im Moment sieht das Ganze noch viel zu weich aus, um daraus Frikadellen zu formen. Doch der Bulgur zieht noch die restliche Flüssigkeit komplett ein und die Masse wird bröselig. Am besten Deckel zu, damit der Bulgur gut durchziehen kann. In der Zwischenzeit werden die Zwiebeln klein geschnitten. Danach werden die Zwiebeln in ca. 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl glasig gedünstet. Anschließend kommt dann noch ein Esslöffel Tomatenmark und 2 Teelöffel Paprikamark dazu und das Ganze wird für einige Minuten noch weiter zusammen angebraten. Danach den Herd ausschalten und die Tomaten-Paprikamark-Mischung in die Linsen-Bulgur-Mischung geben. Alles mit einem Löffel gut vermengen oder komplett auskühlen lassen und mit den Händen in die Linsenmischung hineinkneten. Zum Schluss werden dann noch die restlichen Zutaten hineingegeben, wie fein gehackte Petersilie und Zitronensaft und das Ganze mit Salz und Pfeffer ordentlich abgeschmeckt. Wer es säuerlicher mag, kann aber auch zum Beispiel Granatapfelsirup und Sumach hineingeben. Natürlich funktionieren wie zuvor erwähnt auch weitere Kräuter wie Minze, Basilikum und so weiter. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Üblicherweise wird die Linsen-Bulgur-Mischung zum Schluss dann noch zu länglichen Frikadellen geformt und auf Salatblättern serviert, wie hier auf diesem Foto. Doch ich mache das Ganze auch gerne mal etwas anders. Und zwar forme ich sie zu quadratischen oder zylinderförmigen Schälchen, gefüllt mit verschiedenen Salaten und serviere sie dann einzeln auf Tellern gerichtet als Vorspeise. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, dass euch das Rezept und die Idee, wie ich dieses Gericht serviere, gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Tschüss!